ich an diesem Stück von Mozart schon immer geliebt habe, ist, dass es wirklich funktioniert wie das Leben selber, dass nämlich Komödie und Tragödie die ganze Zeit Hand in Hand gehen. Und man kann jede einzelne Sekunde dieses Stückes von beiden Seiten angucken. Man kann über alles, was passiert, lachen oder weinen. Ich fand mehrere Punkte wirklich interessant. Das eine ist, dass er natürlich die Aufklärung in allen drei da Ponte-Opern so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Das andere, was interessant ist, ist, dass bei Mozart die Kriegssprache ganz, ganz zentral ist. Er wirklich den Konflikt als Ausgangspunkt von allem setzt. Also nicht nur, dass der Chor irgendwann mit Bella Vita Militare reingebrochen kommt, sondern auch wie Männer und Frauen sich hier begegnen. Das ist eigentlich wie ein großes Schlachtfeld, das da aufgemacht wird. Es ist mir wichtig, dass ich versuche, den Charakter zu kennenlernen durch die Musik des Komponisten und das dann sehr lebendig zu machen, als er das machen würde in dem Augenblick, wenn ich das dirigiere. Mozart in den späten Werken hat seine Orchestration etwas geändert. Also er nutzt viel weniger Stimmen, das heißt eine andere klangliche Struktur. Aber das wirklich fein zu machen, damit hat der Dirigent sehr viel zu tun. Ich denke, in diesem Theater ist wirklich sehr, macht man sehr, sehr viel Spaß, dieses Stück zu machen, weil das Orchester ist genau die Größe, die damals war. Und die Musik, finde ich, fühlt sich sehr wohl hier einfach in diesem Raum. Also was mich an Mozart so bewegt, ist, dass seine Figuren verletzlich sind und wie Kinder, die das Leben erst noch lernen müssen und die das Leben im Spiel erlernen. Ich glaube, das macht Mozarts Musik so berührend und menschlich. Mozart hören ist wirklich eine Schule des Lebens.